also schon angefangen mit den Special Olympics zu schaffen, das war für ein paar Jahre. Ich bin durch einen Kollegen gefragt, ein Tennistraining mit den Athleten zu machen. Und das habe ich dann damals gemacht. Und ich war ganz überrascht, wie flott das war. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und auch den Athleten, wenn ich ihn aufgesehen habe, dass sie viel Freude dabei haben und dass ich gut drücken haben. Wie wird machen, statt das ist eigentlich flott zu sagen? Also, erstens mal fand ich als Sport immens wichtig. Und dann ist es natürlich eine super Sache, denen zu helfen und denen. Ein bisschen Spaß zu bereden, die vielleicht ein bisschen andere Chancen am Leben hatten, dann hat man super viel Spaß. Und da kann ich noch selber mit dem Face auf den Boden zurück. Und wenn ich gesagt habe, man muss Fred dabei sein und mit seinem Engagement. Und das möchte wirklich eigentlich enorm Fred dabei zu sein. Und auf jeden Moment, da ging da pur. Also ich kann mich schon eh ganz gut erinnern, wo größten Tennisturnier hier im Land, vielleicht zuletzt, wo ich den. Bei elf von den Athleten, die auf den Terrain gekommen sind, mit dem Fendel und so, die gesehen, wie stolz sie waren und flott waren. Und da sind die ganzen Terrain gelaufen, hier ein High Five mit dem Prinz von Lützebüsch, der an dem Tag dabei war. Und das war wirklich ein super Moment, da wird sie gesehen, wie froh sie sind, bei so Sachen dabei zu sein. Und sie verdienen wirklich alle vor, die ich kann machen, für sie dabei zu unterstützen, weil das ist super, zu sehen, wie man so viel Herz dabei sind. Ja, ganz einfach. In 2003 meine ich, als Marco mich angetreten hat, für etwas zu machen mit Darius Lützebüsch. Ich meine, es war der nächste Verein an der BGL, der etwas gemacht hat. Ich fand, es war niemals ein flotter Moment, wo wir angefangen haben, immer da. Es war Neuland für mich, es war Neuland für die Spieler, ich meine, es war Neuland ein bisschen für erst. Ich meine, für die drei Parteien war es Neuland. Und ich erinnere mich ewig, wo wir den Training gemacht haben. Wo als Spieler einfach nicht wusste, was sie tun sollten. Mein erster Spieler war schon im Terrain, die haben sich amüsiert. Als Spieler, die Stungen durch, die haben sich am Neck gestellt, die waren komplett verloren. Die waren komplett verloren, weil sie nicht wussten, wie sie den Kontakt sollten herstellen, etc. etc. Bis wir ungefähr mit dem einen gemeinsamen Wein machen, wo du Kontaktlöser loskommen hast. Und von daher so wird das gebraucht und wird es Spaß gemacht und sich von den zwei Seiten. Eine gewisse Kollegialität und familiäre Atmosphäre, die Leute, die Athleten, die das einfach nennen. Ich finde so ein Gift von Freunden, ein Gift von einfach Mann, wo man sich gut viel fühlt, wenn ich nur kein Kollege habe, ruft einmal eine Frage, wie geht es? Und da sagt, was ist geschafft? Mama, bei jedem Lass. Und das ist einfach die Frieden, die da rumkommt, das ist einfach das, was mich einfach begeistert. Das einfach, es geht einfach hier, friedlich. Das ist auch für mich einfach ein relevanter Moment, für all die Videomessage hier rüberzubringen. Weil einfach, wenn ich daran denke, geht das noch gut. Aber wenn es gut geht, dann ist es noch Spaß. Aber wenn auch vielleicht andere Leute mehr kann, die man da abwarnen, dann vielleicht mal einfach weitergehen. Und dann, dafür hast du die Message, die rüberkommt. Engagiere dich, bin ich wohl. Das halt schwer. Weil die Menschen, die benevol kennen, dat nu, die noemen dat mij, die willen zich engageren, maar ze willen naar voren zijn kind krijgen. Maar ik heb niet zo'n kind. Toch? Dat is niet financieel. Maar ik heb dat zo'n herz verbannen. Zo'n flotte moment voor een effectief omhooggevecht met de Unified Equipen, om Racing, dat is een geniaal zaak aan zich, wel door spelers of sportlerinnen, weil ganz viele Sportlerinnen haben gemacht und auch Sportler da an eine Situation herankommen sie, wo sie gemeint haben, ein kleines Problem bei ihnen am Leben wäre ein größeres Problem. Und da kommen sie bei den Sportlern von Special Olympics und da sehen sie, dass das dann sicher ein riesiges Problem ist, wie die haben. Und ich fand einfach, dass der Kontext da, die soziale Komponente von Spielern, vom Racing Lützebüsch mit den Spielern von Special Olympics zusammenkommen, den ist enorm wichtig. Wenn man gesehen wird, wie als Spieler am Anfang die Winner kommen sind, wo man sie Ball müssen zwingen, nicht gerade, aber so, nein, du gehst oder du hin, also auch den ersten Kontakt ganz physisch verläuft, und den ersten Kontakt bist du, weil du Giffrey in die Schule gefühlt hast. Giffrey wird dort von, wo ja nur die Elemente kommen sind, wieso gehen als HW-Spieler am Abend, uns alle guten Tanz geworden, und sie wollten alle guten an sich spielen, wo wir Matze spielen. Und das fand ich an sich als eben in den flotzen Momenten, wo ich kann machen. Ich meine, das ja, ging schon mal schwammen, da ging ich da schwammen in ein Schwammtraining, und nicht was, wenn ich dann den Training zweifel bringe, so
Spannend om te spelen onderblijven en zo die training wil je dan nog maar aan, een training, sporttraining, ja. Want kun je dat even dan maar van Fierro. En dan van dat sport ook eens dat schieven en dan eens drie schieven. Dat is voor mij zo'n schönste, waar dat... Oh, dan de stadion, weet je waar je aan vangt in de wereld, am schönste. Waar je toch geëerd in de stadion, waar je eigenlijk de bal door, die kugelbal door gedroht. Dat war am schönste. Ja, bei Special Olympics will ich doch merci so. Das war für mich gemacht und für die ganze Reihe. Ja, hat immer gekriegt, die Medaille, alles, der.